So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Ausstellungseröffnung und freue mich, dass wir diese in Präsenz durchführen dürfen. Wir haben kein Abstandsgebot mehr, die Masken müssten noch getragen werden, das hat man uns noch aufgebürdet, warum müssen wir auch nicht. Aber auch wer den Weg nicht nach Schwan nehmen konnte, den begrüße ich sehr herzlich an den Bildschirm. Ich freue mich, dass Sie unserer Live-Übertragung auf Facebook oder YouTube folgen, die wie schon zuvor von den jungen Menschen vom Verein Kultur Land Werkstatt ermöglicht wird. Ganz herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Ich möchte mich allen voran sehr herzlich bei den Leihgebern des Vereins der Freunde der Schule von Tervuren bedanken, namentlich bei den Vorsitzenden Michael de Brauer sowie bei Thierry Dubois und Jan van Eckhout, die unsere Ausstellung in jeder Hinsicht unterstützt haben und uns die mehr als 50 Gemälde als Leihgaben zur Verfügung gestellt haben. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei Euroart, der Vereinigung der europäischen Künstlerkolonien, für die finanzielle Unterstützung. Aber nicht zuletzt und ganz besonders möchte ich mich bei Heike Brunner, dem Vizepräsidenten von Euroart, bedanken, der nicht nur persönlich dafür gesorgt hat, dass die Werke hier unbeschadet nach Schwan gelangen, sondern auch und das vor allem durch sein langjähriges Engagement die Wege für so eine also die Türen für so eine Ausstellung geöffnet hat und die Wege bereitet hat. Das Kunstmuseum Schwan profitiert praktisch jeden Tag von dem Ruf und dem Ansehen, das Sie erarbeitet haben. Auch dem Förderverein des Kunstmuseums, namentlich Frau Brunner, möchte ich für Ihre Unterstützung sehr herzlich bedanken. Die Künstlerkolonie Tervuren ist die zweitälteste Künstlerkolonie Europas nach Barbizon in Frankreich. Einst in gebührender Entfernung zu Brüssel gelegen, galt sie quasi als Pendant zu der Situation von Barbizon. Weit genug weg von der Großstadt, um die ländliche Idylle inmitten ursprünglicher Wälder zu finden und en plein air die Natur zu studieren, und doch nah genug, um mit dem damals verfügbaren Nahverkehr die Stadt zu erreichen. Für die Entstehung von Künstlerkolonien ist neben der Ablehnung akademischer Traditionen die Motivation der Künstler ausschlaggebend, sich fern der Stadt aufzuhalten und auch niederzulassen. Neben wirtschaftlichen Erwägungen, auf dem Lande war es schlicht etwas günstiger zu leben, finden wir eben auch einen zivilisationskritischen Ansatz bei den Künstlern, den wir auch als Stadtflucht beschreiben könnten. Im Europa des 19. Jahrhunderts fanden in den Städten Europas gewaltige Umbrüche statt, als die frühe Industrialisierung einsetzte. Rauchende Schlote von Dampfmaschinen und Eisenbahnen, die Beschleunigung von Verkehr, Geräusche von Gaslaternen und Maschinen. Die Veränderung konnte man mit allen Sinnen erfassen. Erstmals entstanden Hektik und Stress. Es wundert nicht, dass empfindsame Künstlerinnen und Künstler hier sehr schnell eine Gegenwelt suchten. Doch die Stadtflucht war kein neues Phänomen. Schon Decimus Magnus Ausonius, der im 4. Jahrhundert nach Christus lebte, schreibt in seiner Mosella, Zitat, das und was sonst meine ruhigen Lebensgewohnheiten stört, zwingt mich, in der Abgeschiedenheit des Landes die Muße wiederzufinden. In der Kultur der Renaissance hat der Wunsch, aus der als überreizt oder verdorbenen empfundenen Stadt der Zivilisation zu entfliehen, einen Namen: Arkadien. Dieses Wunschbild einer Idylle, in der das Wasser plätschert, der Wind säuselt, Gras und Blumen duften und die Jahreszeiten als natürlicher Lebensrhythmus erfahrbar sind, bildet die Grundlage für das als Villeggiatura bekannte Phänomen. Die Idealisierung des Landlebens führte zu einem Bauboom in den ländlichen Regionen Italiens. Rund um die Metropolen und damit immer noch in der Nähe von diesen bauten sich reiche Städter eine Gegenwelt zur Stadt. Denken Sie auch an die Beschreibung seines Paris des 18. Jahrhunderts,
im Roman von Patrick Süskind, Das Parfum, in der er diese Stadt, aus der wenig später die ersten Künstler nach Barbizon ziehen sollten, als die allerstinkendste bezeichnet. Es könnte wohl keinen größeren Kontrast zu dem natürlichen Duft von Wäldern und Wiesen geben. Und dann ist da noch Friedrich Nietzsche, mit dem wir schließlich im 19. Jahrhundert der Stadtflucht ankommen. Er schreibt, und ich habe mir erlaubt, dieses Zitat zu kürzen: Speie auf die Stadt der eingedrückten Seelen, auf die Stadt der Aufdringlinge, der Unverschämten, der Schreihälse, wo alles Anrüchige, Lüsterne, Düstere, Geschwürige und Verschwörerische zusammenschwert. Speie auf die Stadt und kehre um. Deutliche Töne. Warum aber gab es noch keine Künstlerkolonien in der Renaissance, wenn die Stadtflucht doch so ein altbekanntes Phänomen war? Es musste noch etwas hinzukommen, und das war die Freilichtmalerei und damit die Erneuerung der Landschaftsmalerei Europas. Als Hippolyte Boulanger und Camille Fancamp um 1859 Terburen entdeckten, war die Gegend ländlich geprägt durch Landwirtschaft mit Äckern und Wiesen, kleinen Dörfern und Bauerngehöften. Die Landschaft war durch eine urwüchsige Vegetation von kleinen Bachläufen, Teichen, Sümpfen sowie einem großen Waldgebiet, dem Sonnienwald, bestimmt. Eine ganz ähnliche Landschaft hatte Camille Fancamp bereits kennengelernt, als er Barbizon ebenfalls um 1860, also kurz davor, besuchte. Beide Künstler, Hippolyte Boulanger und Camille Fancamp, hatten an der Kunstakademie von Brüssel studiert. Als Gustave Courbet 1849 im Salon de Bruxelles sein Gemälde Die Steinklopfer ausstellte, es gilt als eines der initialen Werke der realistischen Malerei, prallten dort die Gegensätze von akademischer und freierer Auffassung aufeinander. In der Folge wandten sich viele belgische Künstler von der traditionellen akademischen Ausrichtung der Malerei ab und organisierten sich in eigenen Vereinigungen. So kam es, dass die beiden, Hippolyte Boulanger und andere Künstler, ihr Malerrefugium in Terburen selbstbewusst als Schule von Terburen bezeichneten. Fancamp blieb bei weitem nicht der einzige Künstler, der den Austausch mit den Künstlern und die Fühlung mit den künstlerischen Entwicklungen in Barbizon suchte. Neben Joseph Cosemans reisten auch Edouard Huberti, Théodore Fourmois, Alphonse Hasselbergs, Edmond de Champelier sowie Guillaume Vogels nach Barbizon. Drei Generationen von Künstlern aus Terburen, und so lässt sich diese Beziehung wohl auch als besonders eng beschreiben. Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau lieferte mit seinem Ausruf, der Mensch solle zur Natur zurückkehren, Ende des 18. Jahrhunderts praktisch eine zivilisationskritische Steilvorlage, durch die eine Auseinandersetzung mit den Bedingungen der menschlichen Existenz wieder einsetzte. Wenig später entwickelte sich zudem parallel die Fotografie und befreite die Malerei vom Gebot der Mimesis. Nicht das Abbilden der Natur wurde nun bald zum Ziel der Künstlerinnen und Künstler, sondern das Erfassen ihrer Stimmungswerte. Um diese Stimmungswerte zu entdecken, brauchte es zunächst das Studium der Natur vor Ort unter freiem Himmel. Gegen Ende des Jahrhunderts mündete es also dann diese realistische Malweise der Künstler aus Terburen schließlich in einem Impressionismus belgischer Prägung. Die intimen Landschaftsdarstellungen von Wäldern, Wiesen, Flussläufen zeigen ein dunkles Kolorit, das noch an das Erbe der niederländischen Malerei erinnert. Unter dem Einfluss der Malerei von Barbizon fand eine allmähliche Akzentuierung von jahreszeitlichen bzw. witterungsbedingten Licht- und Stimmungsverhältnissen statt. Die Paysage intimes der Terburener Maler wurden ausschnitthafter und fokussierter. In unserer Ausstellung, die zwei Generationen der Terburener Maler zeigt, können Sie dieses ganz wunderbar betrachten und die Entwicklung nachvollziehen.
dass die Entstehung der Künstlerkolonien ein kunst- und kulturhistorisches gesamteuropäisches Phänomen ist, in dem sich an unterschiedlichen Orten nahezu zur gleichen Zeit bestimmte Entwicklungen und Kunstströmungen durchsetzen, wird immer dann gut sichtbar, wenn man eine andere Künstlerkolonie zu Gast hat. In diesem Falle finden wir einige verblüffende Ähnlichkeiten zu den Gemälden unserer Spanermaler. Diese zu entdecken, lade ich Sie heute ein. Achten Sie zum Beispiel auf den Wolvenweg von Josef Cosemans und vergleichen ihn mit der norddeutschen Dorfstraße mit Schafen von Peter Paul Drewing. Oder betrachten Sie die Kirschbäume im Mai von Hippolyte Boulanger und vergleichen Sie diese mit den Werken von Rudolf Bartels. Verweilen Sie bei den Kühen auf nebliger Weide von Jules Montigny und schauen Sie sich anschließend die Kühe von Peter Paul Drewing an. Oder denken Sie an die wunderbaren Schwaner Ansichten im Schnee von Bartels und schauen Sie auf Isidor Verheidens verschneite Dorfstraße. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Entdecken dieser verblüffenden Übereinstimmung. Gerne laden wir Sie nun nach langer Rede zu einem frischen Getränk und anregenden Gesprächen ein. Zwei Anmerkungen möchte ich noch machen. Zum Internationalen Museumstag am 15. Mai laden wir am Vormittag zu einer Familienführung durch die Ausstellung ein. Und um 16 Uhr findet dann eine interessante Podiumsdiskussion mit dem Titel Der achtsame Blick, Künstlerkolonien und Naturschutz statt, zu der ich Sie ebenfalls sehr herzlich einlade. Und ein Wochenende danach, am 21. Mai, eröffnen wir eine kleine, aber feine Ausstellung mit Werken von Mechthild und Anna Mannewitz, die wir anlässlich von Kunst offen zeigen. Ich würde mich sehr freuen, Sie dann wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Wenn Sie in den Shop gehen, dann können wir Ihnen eine kleine Publikation zu Terbüren anbieten, wo Sie so ein bisschen tiefer eintauchen können noch. Und dann möchte ich Ihnen auch die Taschen und T-Shirts einmal ans Herz legen, die die jungen Menschen von KULAW, also Kunstlandwerkstatt, produziert haben, mit dem Konterfei von Franz Burke zum Beispiel oder mit einer Palette als Symbol für die Künstlerkolonie. Vielleicht suchen Sie ja nach einem Geschenk oder einer lustigen Tragetasche, dann sind Sie da, werden Sie da vielleicht fündig. Ja, also, die Ausstellung ist eröffnet. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Nachmittag und viel Spaß. Danke sehr. Kunstmuseum in Schwan. Wir zeigen heute die Künstlerkolonie Terwühren. Terwühren ist die zweitälteste Kolonie in Europa nach Barbizon in Frankreich. Und sie liegt vor den Toren von Brüssel. Heute ist Terwühren quasi ein Vorort, aber früher, also vor 150 Jahren etwa, hat Terwühren quasi in gebührendem Abstand zu Brüssel gelegen, in einem Umgeben von Wald und Wiesen, in einer idyllischen Landschaft. Die Künstlerkolonie hat circa bis 1910 bestanden, das ist also auch etwas, was sie mit anderen Künstlerkolonien Europas gemein hat. Und in unserer Ausstellung zeigen wir zum einen zwei Generationen von Künstlern, die Gründer und die Nachfolgegeneration. Und wir zeigen eben auch die Motivvielfalt, wo es also ganz verblüffende Ähnlichkeiten gibt mit Motiven, die wir hier auch in Schwan bei unseren Schwanermalern sehen können. Und das wundert ja auch nicht, denn die Künstlerkolonien sind ein gesamteuropäisches Phänomen gewesen. Hier sehen wir das Titelbild unserer Ausstellung von Jules Montigny. Nach der Arbeit heißt das. Und ja, es hätte genauso gut ein Bild sein können, was in Barbizon entstanden ist oder auch in Schwan, wenn man so möchte. Denn es geht darum, in einer Landschaft eingebettet, das einfache Leben zu zeigen. Natürlich ist das idealisiert, denn das einfache Leben, das ländliche Leben ist natürlich alles andere als einfach gewesen in dem doppelten Wortsinne.
sondern das war ja schwere körperliche Arbeit, die damals mit einfachsten Maschinen getätigt wurde. Und insofern ist das immer ein bisschen idealisiert. Hier geht es natürlich auch um das Panorama der Landschaft. Wir haben hier das Phänomen, dass mit der Freilichtmalerei erstmals Landschaft Bildwert wurde. Sonst war Landschaft immer Hintergrund. Und die Freilichtmaler des 19. Jahrhunderts haben also die Landschaft in den Vordergrund geholt. Hier trifft es zwar gerade nicht zu, ne, weil ja die Pferde im Vordergrund stehen, aber es geht eben darum, durch die Freilichtmalerei genau zu erfassen, wie sah Landschaft wirklich aus, wie war das Wetter, wie waren die Wolken, wie sind die Farben. Ja? Also das ist etwas, was erstmals realistisch beobachtet wurde durch die Künstler der damaligen Zeit. Denn vorher wurde Landschaft quasi wie in einer Kulisse gestaltet, ja? Wie im Theater oder auch von einer Postkarte abgemalt. Und hier wurde sie nun vor Ort studiert, also auch Tervuren, ein Ort der Freilichtmalerei in Belgien. Ja, hier haben wir zum Beispiel ein Bild von Josef Kosemans. Er gehört auch zu der ersten Generation der Künstler, die in Tervuren die Landschaft gemalt haben. Und wir sehen hier den Wolfenweg. Tervuren liegt ja in einem großen Waldgebiet, dem Sonnenwald. Und dies ist also ein Weg, wie man sieht, durch bewaldetes Gebiet. Und dieses Bild hat so viel Ähnlichkeit mit einem Gemälde, das wir hier in Schwan auch zeigen, von Peter Paul Drewing, die norddeutsche Dorfstraße mit Schafen. Hier fehlen die Schafe. Hier ist es, wie ich vorher gesagt habe, die Landschaft spielt eine große Rolle. Und das ist ja das, was dann in der Freilichtmalerei passiert, das Licht. Als Stimmungswert wird entdeckt von den Künstlerinnen und Künstlern und macht natürlich eine ganz besondere Atmosphäre in diesem frischen, frühlingshaften Wald. Ja, vom frühlingshaften Wald kommen wir zur Schneelandschaft, zur verschneiten Landschaft. Und wir sehen hier etwas, was für die frühe Freilichtmalerei auch noch sehr typisch ist. Das ist nämlich die Zentralperspektive, die gewählt wurde, um möglichst große Panoramen von Landschaft darzustellen. Später, durch den Einfluss in der Entwicklung des Impressionismus, wird dann die Darstellung von Landschaft viel ausschnitthafter, viel fokussierter. Das ist etwas, was man sich von der Fotografie abgeguckt hat. Man möchte den Moment festhalten und die Stimmung dieses Momentes. Hier ist es natürlich ganz besonders, ist die Stimmung ganz besonders durch die Wintersonne und man sieht eben auch schon, dass die Künstler versucht haben, die unterschiedlichen Farben von Schnee einzufangen. Also das ist ja, Schnee ist ja niemals nur weiß. Und das ist etwas, was die Künstler fasziniert hat. Auch Alfons Asselbergs ist ein Vertreter der ersten Generation der Künstler aus Tervuren. Auch Alfons Asselbergs war in Barbizon, so wie Kosemans auch, den ich vorher gezeigt habe. Ja, das ist ein Gemälde von Camille von Kamp. Er gehört mit Hippolyte Boulanger zu den Begründern der Künstlerkolonie Tervuren. Und wir sehen, dass die Künstler sich eben auch nicht nur mit Landschaft beschäftigt haben, sondern durchaus auch mit dem Porträt. Bei diesem Porträt ist das Besondere, dass die Farben des Gewandes und des Hintergrundes in unterschiedlichen Nuancen von Weiß und Grau erscheinen, ähnlich wie beim Schnee. Ja, also das ist auch eine Herausforderung dieser Zeit gewesen, die tausenden Nuancen von Weiß einzufangen. Das gehörte also zu echter Könnerschaft. Und insofern wollten wir dieses wunderbare Bild von Camille van Kamp hier auch zeigen.
hier sehen wir ein weiteres Porträt, und zwar von Hippolyte Boulanger, wie gesagt, dem Begründer der Künstlerkolonie Tervuren. Er ist hier gemalt worden von seinem Künstlerkollegen Vogels, Guillaume Vogels. Und hier sehen wir einmal den Typus auch des Künstlers, wie in den Künstlerkolonien des 19. bzw. frühen 20. Jahrhunderts antreffen. Damals war es also Mode, Bart zu tragen. Und wenn man sich draußen aufhielt, hatte man auch oft einen Hut auf, der einen vor der Sonne schützte. Ja, und hier sehen wir einmal, wie die Künstler das gemacht haben, wenn sie vor der Landschaft skizziert haben. Dann haben sie sich nämlich so einen Stock zum Abstützen dazu geholt, damit sie nicht immerzu mit der Hand das Skizzenbuch ausbalancieren mussten, sondern quasi eine Art Auflage hatten. Wenn man das dann nicht mehr brauchte, konnte man das vielleicht sogar als Spazierstock benutzen. Also das war ein vielseitiges Tool, wenn man so möchte. Ja, und ich finde das aber ganz besonders schön, dass wir dieses Bild hier zeigen können, damit man auch mal so einen Künstler quasi von Angesicht zu Angesicht sieht. Ja, hier haben wir nochmal ein ganz besonders schönes Schneebild, das genauso gut von Rudolf Bartels sein könnte, einem Vertreter der Schwaner Künstlerkolonie. Wir sehen, dass die Künstler sich dafür interessierten, nicht nur den Schnee zu zeigen, zu malen, sondern eben auch eine gewisse Idylle. Ja, also die kleinen Dörfer, die praktisch eine Gegenwelt waren zu den großen Metropolen, zu den großen Städten der Welt. Also im Fall von Tervuren war das Belgien, das also auch schon immer eine große Metropole war. War es Brüssel, meine ich. Und man suchte quasi eine Gegenwelt, weil die Städte sich damals halt sehr verändert hatten. Ne? Also die frühe Industrialisierung hat eingesetzt. Ne? In den Städten wurde alles laut und schnell und es gab viel Gestank, ja, und Hektik. Erstmals gab es das Phänomen von Stress. Und da war eben diese ländliche Idylle, diese Idylle von kleinen Dörfern eine Gegenwelt, die man geradezu suchte, in der man vielleicht auch eine alternative Lebensform suchte, wenn das auch, sage ich mal, natürlich nicht so war, denn das ländliche Leben war durchaus ein schweres Leben. Ja, aber wir fanden eben, auch hier gibt es Parallelen zu Bildern, die wir hier in Schwan zeigen, und das fanden wir besonders bemerkenswert. Man sieht hier ganz wunderbar an diesem Vertreter der zweiten Generation der Künstler von Tervuren, Lucien Franck, dass der Einfluss des Impressionismus, des französischen Impressionismus, immer größer wurde. Wie gesagt, die Tervurener Künstler standen in engem Austausch mit den Künstlern aus Barbizon. Viele Tervurener sind nach Barbizon gereist, um sich dort quasi Inspiration zu holen. Und so entstand dann mit der Zeit ein Impressionismus belgischer Prägung, sagen wir. Man sieht hier bei diesem Bild ganz besonders, dass das Kolorit recht dunkel ist. Ja, das ist etwas, was aus dem niederländischen Kunstbereich vererbt wurde. Ne? Wir denken nur an die niederländische Barockmalerei, die ja auch sehr dunkel ist. Und das ist etwas, was sich hier auch ein Stück weit fortsetzt. Ne? Auch dieser starke Kontrast zwischen dem dunklen, verschatteten Wald bzw. Bäumen und diesen letzten Sonnenstrahlen, die hier über diesen Teich streifen. Ja, und man sieht eben sehr deutlich, dass die Stimmung des Bildes hier sehr viel wichtiger ist als die realistische Darstellung. Auch das ist etwas, was durch die Fotografie natürlich, durch die Erfindung der Fotografie natürlich beschleunigt wurde. Ne? Dadurch, dass es die Fotografie gab, die nun die Funktion des Abbildens übernommen hatte,
konnte sich natürlich die Malerei auf etwas anderes verlagern. Sie musste nicht mehr abbilden, sondern sie konnte nun sich auf die Darstellung von Stimmung, ne, von Licht, das Stimmung vermittelt, verlegen. Und wir sehen auch, dass eben halt diese Farbflächen auch schon sehr summarisch gefasst sind, also nicht mehr so ganz genau, sodass das Auge eigentlich diese farbigen Flächen oder Elemente zusammensetzt. Also das, da sieht man einen sehr deutlichen Unterschied zu dieser ersten Generation von Künstlern, die wir zuerst betrachtet haben. Zum Abschluss nochmal ein Bild von Kühen, also von Nutztieren. Auch Nutztiere sind ein neues Sujet in der Malerei. Sonst kannte man eben nur exotische Tiere oder aber Pferde oder Hunde von bedeutenden Menschen, Königen, Kaisern, ähnliches, ne, die immer beigeordnet waren, also im Prinzip so eine Art Accessoire waren, ja, oder eben besonders exotisch. Und das ist ja eine solche Kuh nun mal gar nicht, sondern sie ist eben ein Nutztier. Das ist das Neue an der Malerei dieser Zeit, dass man diese nun auch für bildwert hielt. Und in ihrer Ruhe eingebettet in die duftenden grünen Wiesen, vielleicht auch so ein Stück weit eine heile Welt repräsentierten. Ne? Also es gab ja den Philosophen Jean-Jacques Rousseau, der Ende des 18. Jahrhunderts den Ausruf prägte, zurück zur Natur. Das bedeutet so nicht im wörtlichen Sinne die Natur selber, aber der Mensch sollte sozusagen zu seiner Natur ein Stück weit zurückfinden. Das war also so ein bisschen ein lebensphilosophischer Ansatz, und vielleicht resultieren die Bilder von den gesunden Tieren in ihrem Umfeld auch ein Stück weit aus dieser Philosophie. Ja, wir haben oben ein Gemälde von Peter Paul Drewing, zu dem können wir jetzt gleich mal gehen und das einmal einblenden, dann haben wir quasi einen direkten Vergleich. Mm-hmm.